durch den Corona gemerkt habe, vor 2 Jahren, ist das jetzt 3 Jahre her? Nur was anderes. Das ist länger, aber das haben wir hart waren im Oktober. Hast du noch Geschwister, alleine? Ja, eine Schwester. Jünger oder älter? Eltern. Und was hätte ich denn nach dem Osten verschlagen? Ja, das stimmt. Ja, der erzählt, ach Halle, cool. Ich dachte, Halle, was war das? Auch immer was. So. Ja, und jetzt ist er wieder da und will nicht mehr weg. Wie lange ist er schon hier? 2 Jahre. Ach Gott. Bist du, wann er gekommen ist? Nee. Wir sind Halle aufgeschlagen am 11. September 2001. Oh, du hast echt schon mal Abend. Und der hat in der Silberhöhe gewohnt. Der ist quasi mehr oder weniger, der ist ja an dem Abend an meiner Schule vorbeigelaufen. Ich bin uns die ganzen Jahre über irgendwie einen Weg laufen können, das nicht geschafft. So, der Kaffee hat eine Wirkung. Ich kann mal aufs Klo gehen. Obwohl er nicht schmeckt. Na, ich will es nicht sagen, der Kaffee, der schmeckt. Aber nach dem Essen. Der Kaffee, der schmeckt hier. Unser Kaffee schmeckt mir immer noch besser wie der auf Arbeit. Also der, also. Der schmeckt hier nun wieder nicht. Manchmal ja, manchmal nee. Kommt drauf an. Ich weiß auch nicht, ob das an der Dosierung liegt oder was. Manchmal denke ich, oh, der Kaffee, der schmeckt heute richtig gut und dann sage ich das auch. Ich bin nämlich der Kaffeekocher. Das klingt aber so, als würdest du es nicht anmachen. Machen wir nicht anmachen. Nee, das schmeckt doch vielleicht nicht. Nee, das kannst du nicht machen. No. Nee, ich koche. Ich und meine Kollegin aus der anderen Schicht. Wir kochen Kaffee. Aber ich koche immer Mittag. Und in unserer Schicht dann auch Nachmittag. In der Spätschicht praktisch. Und wenn die Spätschicht hat, dann koche ich auch Mittag. Und die kocht aber meistens dann vor ihrer Spätschicht den Kaffee. Und weißt du, was er auch nicht gerne macht? Mache ich auch nicht gerne, aber ich muss es dann immer machen. Wenn der Kaffee alle ist. Neuen Kaffee einfüllen, so wie du vorhin. Das hat die Liede fest. Ach, dachte halt, da hat sich dich gedrückt, aber auch mal der Kaffee fix super. Ich finde das immer total toll. Dann nimmst du einen spitzen Gegenstand und machst dann, stichst da rein und dann ist der Tisch. Und das Schöne bei der Krönung ist ja, dass du das einfach aufmachen kannst, weil die das irgendwann mal vor ein paar Jahren, diese ganz normalen Kaffeepakete, die sind ja längs, ne? Da hast du viel weniger Platz zum Greifen, um das oben aufzuziehen. Genau. Und bei der Krönung haben die das mal irgendwie um 90 Grad gedreht. Da hast du dann viel mehr Platz. Ach, und das geht nicht leichter aufzumachen, ja. Naja, wir trinken nicht so viel Krönung. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Aber ich finde, gerade bei der Krönung, ja, kannst du gut aufmachen und auch bei der Meisterhaus, dann kannst du gut aufmachen. Bei dem Kaffee von Aldi kannst du gar nicht aufmachen, musst du aufschneiden. Thank
Okay. Schön. Katrin, bringst du mir einen Kaffee mit, bitte? Oh, danke. Danke, danke. Also es moffriert nicht mal, wenn man so ist. Die Zeit, oder? Mhm. Nee, der Kaffee schmeckt nicht. Du hast recht, der Kaffee schmeckt nicht. Ich weiß nicht warum. Weiß nicht. Das wird immer schlimmer. Ja, ist vielleicht so. So stark. Hast du so stark gemacht? Hier kommt halt Löffel. Ich nehme immer pro Tasse so gestreifte Tasse. Also, ne, da gucke ich immer auf die Skala. Und da jetzt rein. Manchmal ein bisschen weniger. Manchmal fast 7.600 Löffel oder so. Aber irgendwie gesagt, nicht gehäuft. Ich habe 4 gehäufte Löffel genommen. Und ich hatte 8 Tassen. Ja. Und wir können. Das sind ja auch 2 verschiedene Einteile. Kleine und große. Ja, ich sehe ja an der. Ich achte immer auf die Skala an der Maschine. So. Den Wasserbehälter. Ja. Ja. Da achte ich dann immer so, oder das ist dann immer meine. Aber irgendwann sollte man es ja dann raus haben. Nur jahrelang mit der gleichen, derselben. Ja, aber weil man unterschiedliche Kaffee aber Pulver hat. Skala ist ganz fein gemahlen. Genau. Der ist nicht stark, da brauchst du echt weniger. Das ist eigentlich ein guter Kaffee. Ja, das stimmt. Da braucht man weniger. Wenn ich den in meine Espresso-Maschine da mache, diese, die da auf den Herd stellt, dann reichen 2/3 der Menge. Wie weit seid ihr denn überhaupt mit deiner Wohnungsrenovierung? Da mit der unteren Etage. Naja, vor knapp einem Monat, am 25.09., ne, war ich mal wieder da und dann war da irgendwas los. Wieso warst du da wieder da? Nein, da war ich. Ich bin ja selten zu Hause. Ach so, ach du wohnst jetzt bei Lennart? Ja, ich wohne. Nö. Ja, oder weniger. Ich bin halt häufig dort, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dachte ich, da passiert was. Da haben sie von unten, da Sarah ja oben wieder ihre alte Wohnung sich hergerichtet hat. Was, und ihr redet nicht mal zusammen? Nee, wir kommunizieren nicht mehr. Warum das? Weil sie das nicht will, weil ich das mittlerweile auch nicht mehr will. Ach so. Naja, warte schon mal so ein bisschen. Wurde gesagt, jetzt vielleicht nimmst du ihre Wohnung oder sie soll ausziehen und dann war das wieder gut und jetzt ist eben mal wieder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber lass mich das doch erstmal erzählen. Ja. Die hat ihre Bude dann wieder so betriebsfertig gemacht. Ist dann wieder eingezogen. Da jetzt der Winter vor der Tür steht, haben sie dann unten angefangen, den Boden zu dämmen. Also
Steinwolle unten ran gemacht. Und eine alte Decke. Und dann haben sie die Fenster zugemacht. Mit Styropor und Bauschaum. Meinen alten. Und vor meiner Wohnung ist jetzt auch eine große Pappe oder was auch immer, dass da auch keiner mehr reinkommt. Wo sie mich auch festgeschraubt haben. Auf alle Fälle ist das jetzt. Na und die junge Frau, mit der du hier warst, mit dem kleinen Mädchen, die wohnt im Vorderhaus noch, oder was? Janine. Die wohnt im Vorderhaus, ne? Mhm. Wieso noch? Naja, aber wenn, so richtig weiß ich, so richtig verstehe ich das überhaupt nicht, wie das denn funktioniert. Ich denke, ihr habt in Sarahs Wohnung da ein Zimmer, wo ihr da die Wanne habt, und das kannst du mir gar nicht mehr benutzen, oder? Wir haben da einen Badehaft in ihrer Wohnung. Wollt ihr das auch haben? Ja, die wollte das, die würde schon seit Jahren, wenn die da irgendwie ein Bad haben. Das Bad ist immer noch ein bisschen voller. Ach so, na dann, sehr gut. Es ist für dich auch zugänglich. Ja. Und das ist auch beheizt. Das finde ich gut. Das nutzen Sarah, Lorenz und ich. Na bloß, ihr wart immer so dick und auf einmal gar nicht mehr. Na, wie kommt das denn? Na, kennst du die Geschichte nicht? Nee, ich kenne keine Geschichte. Wir erzählen ja auch so wenig. Na, zusammen. Das war irgendwie, ich glaube, der 14. Juni oder so. Zumindest stand das auf dem Schreiben von der Polizei. Ach, Polizei? Ja. Oh, der Blick. Naja, was war das? Naja, willst du die Geschichte hören? Dann erzähle ich sie dir. Na bitte. Also, wir kennen uns ja, wir verstehen uns ja, verstanden uns ja alle mit den Leuten im Vorderhaus auch nicht wirklich. Da bestand ja so ein Hass von allen Seiten, gegenseitig. Also wir auf die und die auf uns. Und warum? Warum? Weil manche miteinander geredet haben. Also kommt auch noch. Na und Sarah, Sebastian und ich, wir saßen auf der Dachterrasse bei uns, also Sebastians Dach von der Werkstatt. Das ist ja so schön gemacht. Und haben da, naja, rumgesessen, erzählt, irgendwas gemacht. Und wir haben unten im Hof einen Geburtstag gefeiert. Die Leute aus dem Vorderhaus. Und irgendwann flogen Eier in unsere Richtung. Haben die schon mal gemacht zu Silvester, da haben sie Böller auf unser Dach geschmissen. Und dann hörte Sebastian eine Spraydose und dann war für ihn der Punkt erreicht, wo er einfach mal gesagt hat, nee, das wird so nicht. Dann ist er da runtergestiefelt. Ich bin erst später hinterhergelaufen. Und Sarah und Sebastian waren dann da unten. Und dann waren dann so schöne Sprüche wie Loser und ein Penis an die Wand gesprüht mit Pfeil Richtung Sebastian und ein Kackhaufen und sowas mit schwarzer Farbe einfach mal am Hof an die Wand geschmiert. Und die hatten es dann für nötig gehalten, die Polizei zu rufen. Ach nee, richtig, da war ja noch was. Sebastian und Sarah sind halt runtergekommen und ich bin irgendwann dazugestoßen und Sebastian stand dann da von einem Gast von den Leuten, der hat nicht mal dazugehört, aus dem Vorderhaus, mit der Taschenlampe so von oben nach unten und hat ihm immer so ins Gesicht geleuchtet. Und dann hat sich aufgeführt wie so ein Bulle, wo ich mir dachte so, hä? Das geht ja mal gar nicht. Und ich bin dann einfach nur dazwischen und habe gesagt, was hast du denn gesagt? Ey, nimm das Ding, bist du ein Bulle oder was? Ja, also das geht nicht. Mhm. Kannst du doch hier, wie kann man von oben herab einen Menschen so behandeln? Also, zumal der Typ, der war echt cool. Der wollte einfach nur Spaß haben an dem Abend. Er hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen von Sebastian. Und ich glaube, da hat sich Sebastian von mir dann verraten gefühlt. Und diese, also Sebastian und Sarah sind dann weggegangen, irgendwie raus oder so. Oder wieder aufs Dach. Und ich habe mich dann da unten hingesetzt und dachte mir, naja, guckst du mal, was passiert. Ich wollte in dem Abend irgendwie Spaß haben, feiern. Da habe ich dann in die Runde gesetzt, so ein bisschen abseits. Wollte mir erst mal was zu trinken nehmen, weil da stand was rum, dann hat mir Dennis, der auch aus dem Vorderhaus ist, ja, der hat mir dann einen Becher aus der Hand genommen, da dachte ich mir so, okay, ich habe meinen eigenen Wein, hol ich meinen eigenen Wein, habe ich meine eigene Flasche Wein geholt und mich da hingesetzt. Irgendwann habe ich mich dann halt mit den Leuten unterhalten. Und ich habe mich dann auch mit Jenny unterhalten. Und wir haben uns dann auch Sachen erzählt, die wir uns vorher auch nicht erzählt haben.
Und wir haben uns richtig gut verstanden und haben dann festgestellt, dass es einfach nur das Problem ist, dass wir nicht miteinander gesprochen haben und gar nicht wissen, was der andere will. So, festgestellt, dass wir eigentlich doch ganz gut miteinander können. Und die zwei, Sebastian und Sarah, ja, die haben währenddessen dann die Polizei gerufen. Und dann kamen dann noch die Bullen. Ich dachte mir, nee, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Wegen den Schmierereien, weißt du, holt er erst einen großen Lehrer und Papa oder irgendwen, der halt dann für euch das regelt, weil er es selber nicht auf der Reihe kriegt. So. Naja, und deshalb weiß ich, habe ich das erwähnt mit der Polizei. Naja, und seitdem reden wir nicht miteinander. Und an dem nächsten Tag, ich habe dann auch schön gefeiert mit den Leuten, stelle ich fest, dass Sarah meine Katze eingesperrt hat bei sich. Also Lotte war eingesperrt in ihrem Zimmer und das Schloss war zu. Und wenn sie nebenan das Schloss nicht davor hat, das Vorhängeschloss, gehe ich davon aus, dass die gar nicht da ist. Also habe ich auch nicht groß weiter überlegt, sondern Brecheisen genommen, Tür gebrochen, Katze rausgelassen. Und das hat sie mir übelst übel genommen. Da meinte sie irgendwann so, du bist wie so ein Kind und ich will, dass du ausziehst, hat sie mir noch hinterher geschrieben. Ja, und seitdem, ich habe mehrere Versuche gestartet, mit ihr zu sprechen, zu einer anderen Fete im Hof, weiß nicht, eine Woche später oder so, standen André und Silke, die zwei Arbeitskollegen, standen dann halt zu viert hinterm Tresen und die haben auch alle gesagt, ey Sarah, red doch mal, erzähl doch mal. Und ich habe ihr gesagt, Mensch, sprich dich aus, was hast du auf dem Herzen, können wir nicht mal über die ganze Sache reden? Und sie so, nee, ist ausziehst, und dann ist sie gegangen. Also sie ist halt jemand, der Konfrontation und überhaupt sowas überhaupt nicht, die kann das nicht, die rennt immer weg, bei jedem Problem rennt die weg. Na, und jetzt hatten wir zwei Briefe, haben wir uns geschrieben, in einem freundlichen Ton, und ansonsten, wenn wir uns sehen, grüßen wir uns nicht. Gehen uns aus dem Weg. Ja, und Sebastian, von dem kam irgendwann eine Nachricht von ich hätte unsere Idee verraten. Du hast unsere Idee verraten. Weil ich mich halt mal mit den Leuten an die... Welche Idee? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was denn für eine Idee, weißt du? Was soll ich mir verraten haben? Das kommt aus der Erde. Naja, und seitdem ist es halt zum Stimme. Lustig ist, dass ich irgendwie nur der Zeit habe ich Lennart kennengelernt. So kurz vorher. Kurz vorher habe ich ihn kennengelernt und dann kam dieser Vorfall zustande. Mhm. Passt mal wieder. Aber das ist auch ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwie gegenseitig blockiert haben alle. Jetzt mache ich endlich was. Jetzt geht's voran. Sollen sie machen, sollen sie glücklich werden. Den müssen sie machen. Wir müssen nicht in Ruhe lassen. Ach, das kann natürlich auch nicht gehen. In der Silke, die hat doch so hässlichen Ochsen, Köter, Bulldogge. Französische Unsere lieben Nachbarn.